Name ist Gorgoton. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich möchte gerne Röpserbluffen spielen. Ich habe es auch tatsächlich schon einmal gespielt, hatte allerdings mal wieder Probleme mit Traps, deswegen muss man das alles jetzt nochmal machen, das macht aber nichts. Gorgoton schlägt sich ins Fäustchen und ist bereit, um, na, wie heißt der, Kaven den Korsaren abzuziehen. Den erreicht man im Hain über die Wegmarke Ronan und dann einfach in die Heimatinstanz rein. Jetzt setzt es was. So, jetzt habe ich jetzt hier Prahlen, was ist das? Das ist sein Spezialmanöver, das habe ich jetzt schon freigeschaltet. Gegen den sollte man ja dann eigentlich verringert die Prozentzahl, die durch eure nächsten drei Schlucke verloren gehen, nicht so schlecht. Aber das hatte ich ja an und für sich nicht, als ich ihn bekämpft habe. Da hatte ich nur dieses hier in meiner Jugend nicht ausgewählt. Wenn man das zu spät merkt, dass das alles mit Traps nicht klappt. Wie auch immer, ich habe meinen Pot in der Hand. Ich mache es mir auch extra schwer und nehme den Kram in die Hand. Soll ja auch fair bleiben. Ja, habe allerdings festgestellt, es funktioniert ganz gut, immer wenn er sagt, wenn er hier seine Spezialattacke anwendet, hier auf die Planken und so, dann soll man immer gut röpsen. Und, das funktioniert ganz gut. Dann kriegt man den Kram nämlich nicht ab und er kriegt den Kram nämlich ab. So. Alle Mann an Deck. Ja, genau. Und jetzt kriege ich gleich richtig auf den Schnabel. Ne, ich habe geblufft. Das war natürlich schlau von mir. Aber er sieht schon etwas mitgenommen aus hier. Oh, das war nicht so schlau von mir. Ich bin alles, was ihr braucht. Ich sollte hier nicht draufkommen und mal gar nichts drücken. Das ist nicht so schlau. Mal ein bisschen Wasser trinken hier. Der hat sich ein bisschen geheilt. Das ist nicht so gut. Und dann, ja, bluffe ich mich mal durch. Alle Mann an Deck! So, und jetzt alles hoch klar. Die alle Mann an Deck. Da müssen wir ihn mal wieder hier anrülpsen. Ein bisschen Wasser trinken, damit es hier wieder bergauf geht. Arg! Dieser salzige Seehund legt gerade erst los! Jawohl! Der hat's aber auch mit Alliteration. Und jetzt Shit. Hoch die Humpen. Jetzt kriege ich doch bestimmt wieder einen auf dem Deckel. Nee, ich bluff mich einfach ein bisschen weiter voran hier. Jetzt kann ich auch wieder Wasser trinken. Der scheint irgendwie das Bluffen nicht zu bestrafen. Alle Mann an Deck. Und jetzt hoch die aber alle, wenn man immer nur blufft, kann man natürlich auch nicht kontern, weil man dazwischen ja immer ein bisschen was Echtes getrunken haben muss und nicht nur so geblufft haben muss. Dann kann ich aber jetzt hier gerade mal was Echtes trinken. Boah, Alter. Wasser. Schnell, schnell, schnell. Alle Mann an Deck. So, und jetzt rülpse ich ihn nochmal an und dann müsste da hier... Strafe muss sein. 10 Bluffs bestraft. Oh. Aha. Dann bluffen die ja anscheinend häufiger mal. Aber es gibt alles Achievement. Points. So, wunderbar, ihr gewinnt. Er hat auch nur Piratensprüche. Ja, gut, prima. So, den hätten wir besiegt. So schwer ist es offensichtlich nicht gewesen. Aber es ist halt auch nur eine alkoholisierte Pflanze, ne? Tja, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ab zum nächsten Kandidaten. Das wird dann wahrscheinlich der oder die Asura sein. Da war ich mir nicht so sicher beim Geschlecht. Denn die habe ich an und für sich als erstes gemacht. Da gehe ich dann jetzt einfach nochmal hin. Wollen wir euch ja nicht vorenthalten. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ja, warum ich mit Gorgoton den Kram mache und er hier seine YouTube-Premiere ausgerechnet beim Saufen feiert, es liegt einfach daran, naja, ich hätte auch den Char nehmen können, aber hier so Röpsen und so weiter, das passt eher zu einem Norn als zu einem lieben Asura oder zu einer eleganten Dame wie Aliara. Wie auch immer, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.